Hallöchen Freunde, yay man, ich darf euch begrüßen zu meinem Let's Collect Part 4, oh yes. Da habe ich mich ehrlich drauf gefreut, nach 2 Tagen Pause geht's hier nicht weiter und ihr seht, oder ihr hört besser gesagt, ja, Original Music, wie cool, ja. Ach schön, wieder mal endlich normale Soundtracks, nicht die, die von mir immer nachgemacht sind. Ja, das habe ich gemacht, weil ich brauche jetzt so ein bisschen meinen Klimbim in den Ohren. Oder was ist neugierige Frösche, die dir zuhören? Na dann, spielen wir das vor, Freunde, ich weiß, was ich hier spielen muss, denn... Drei Halbzeile filmen muss man als kleiner Junge. Einmal ist das die Hymne des Sturms, Freunde. Spielt man alle anderen Lieder, also wenn ihr jetzt in Pause geht, könnt ihr euch alle Lieder angucken. Zeldas Wiegenlied, Epona, Salia, dann gibt's noch Sonne und noch eins fehlt, glaube ich. Es gibt aber 5 Stück. Damit kann man jeden der 5 Frösche wachsen lassen. Ich glaube, das muss ich jetzt auch machen. Aber die Hymne des Sturms mögen sie als 6. Song ganz besonders. Der gibt eine Halbzeile. Oh yeah. Aber ich glaube, ich muss alle 5 spielen bis... warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, das ist einmal. Zelda ist wie nie, ist klar. Denn Epona, denn Salia, denn Hymne der Sonne und Hymne der Zeit auch noch. I don't bin mir so sicher, ne? Und wenn alle 5 gewachsen sind, kann ich ein Bonusspiel machen, Freunde, was ziemlich ätzend schwer ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wer übrigens Geld braucht, der kann sich das hier prima holen. Da, 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 da. Was übrigens auffällt, ist immer fast die erste Note, die benutzt wird. In dem Fall ist es oben. Wird hier denn der Frosch sein, der da letztendlich nach dem Song wächst? Also müsste das jetzt der Graue sein. Genau. Swut, swut, swut. Naja, Pilz inhaliert so Super Mario Bros. Mäßig. Oh yeah! Achso, halt, falscher Soundtrack. So, und jetzt noch. Das müsste dann der rosa Frosch sein. Und es wird nachts, glaube ich, gleich. Also, da bin ich mir aber nicht sicher. Nee, der untere. Ah, mein Freund, das wäre gut. Hier ist der Geldmann. Ja, Freunde. Und dafür wollte ich halt den originalen Soundtrack mal machen. Heute mal alle Lieder auspacken und dann auch wieder... Nee, doch. Könnt ihr mich nicht wie geil machen? Voll krass. So, swut, swut. Ey, wie episch. Mein Freund, du spielst die Ocarina sehr gut. Ja, danke schön. Das weiß ich auch. Ja, obwohl ich mir beim Bolero des Feuers nie behalte, ob ich runter A runter A oder A runter A runter. Ich bin mir nicht sicher. So, und dennoch. Das muss natürlich auch noch kommen. Die Hymne der Zeit. Cool. Und dann sind alle Frösche groß und dann kann ich hier erstmal richtig... einen in die Hose drücken, weil ich mag das Minispiel nicht. Weil jetzt kommt so ein Schmetterling über den Typis und dann geht's richtig ab, Freunde. Also, das ist der A, das ist unten, rechts, links, oben. Okay, gut. So, Freunde, aufgepasst, ich muss jetzt alle Buttons bereithalten. Ne, wir sind die Riesenfrösche. Also, dann los. Ne, A. Links, rechts. Was? Wieso war das falsch? Nein, Freunde. Freunde, passt mal auf. Ach, nee, komm, ich versuche es nochmal. Das war jetzt Fail. Muss mir gewöhnen, das so. Also. A. Links. Rechts. Unten. Was? Das ist aber unten. Der Vollwerk noch ein paar Mal machen. So, jetzt. Links. Rechts. Unten. Rechts. Links. Rechts. Unten. A. Unten. Scheiße, zu spät. So, jetzt. A. Links. Rechts. Unten links, rechts, unten A, unten A. Scheiße, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Was für ein Mist. Also, Freunde, das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Wenn ihr da irgendeinen Tipp habt für mich, dann würde ich den gerne begrüßen. Oh, du. Fail. Rechts, links, rechts, runter. Nee. Uchala, hoppala. Oh, das war aber so nicht beabsichtigt. Mann. Jetzt A, links, rechts, unten, links, rechts, unten, A, unten, A, A. Nee, unten. Ach, verdammt. Ich hasse dieses Minispiel. Kann man mir nachfühlen, oder? Unten, rechts, links. Nein, ach Mann, ich hab's wieder unten gedrückt. Verdammte Kacke. Oh Mann, oh. Das kann noch ein paar Minuten dauern. Links, rechts, unten. Ah, unten, ah, unten. Nee, rechts, Mann, ich hab links gedrückt. Scheiße. Oh Mann, oh. Du.
verdammte Scheiße, aber. Unten rechts, links. Das ist mit einem 3D-Stick-Controller, nehme ich. Nein, oh Mann! Warte, war nochmal. Ah, du. Mann, oh. Oh, Freunde. Tut mir echt leid, aber. That's the problem bei dabei, ne? Ah. Mann, ich hab doch gedacht, ah, ich drück, Mensch, bestimmt zu spät. So, jetzt aber hier. Ah, links, rechts, unten, links, rechts, unten, ah, unten, ah, unten, rechts. Mann, ich hab rechts gedrückt! Du. Kann ja die Todesfanfare spielen. Ah, unten, ah, unten, rechts. Na, ich hab doch rechts gedrückt, Mann, oh Mann, oh. Du. Freunde, so gemein, ich hasse dieses Spiel. Ah, links, rechts. Nein, jetzt hab ich wieder links gedrückt. Ich mache mir gleich Notizen auf dem Zettel, was denn die Reihenfolge ist. Ah, links, rechts, unten, links, rechts, unten, denn A, unten, A, unten, rechts, links. Nein, ah, Mann, ich hab schon wieder unten gedrückt. Warum mache ich das nicht immer? Das ist voll für den Arsch. Also, Freunde, ich entschuldige mich, dass ich so viel Zeit für den Part dafür verschwende. Ich konzentriere mich jetzt mal einfach. Na, verdammt. Ich mach's gleich offscreen, Freunde. Echt. Ah, links, rechts, unten, links, rechts, unten, ah, unten, ah, unten, rechts, links, ah. Ja, ich hab's geschafft. Das war genial, perfekt. Ja, dankeschön. Mit mir nicht das Herz sein, Mann. Verdammt nochmal. So, Freunde. Ach ja, das war schon mal nochmal für die schönen Soundtracks, Freunde. Ich bin mal ganz kurz weg und stelle ein paar Einstellungen ein. Bis gleich. Bin ich direkt in Einstellungen eingestellt und meine Playlist an. Oh, ey, cool, die Mini-Boss-Musik aus Wind Waker ist eins meiner neuen Soundtracks. Ah, schön. So, Levität habe ich noch an und mal ein bisschen beschleunigen. So, Freunde, jetzt wird's wieder speedy-mäßig so. 7 Minuten habe ich geguckt, habe ich gerade schon aufgenommen. Das heißt, 13 Minuten habe ich noch offen. Schön. Ich finde aus Wind Waker die Mini-Boss-Mucke extrem episch. Finde ich teilweise epischer als die richtige Boss-Mucke. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da einfach so reinfliegen kann. Das wäre nämlich besser, weil dann muss ich nicht schon wieder was spielen. Nee, das geht offenbar nicht. Lande mal irgendwo, Linky. Dankeschön. Okay, dann muss ich halt doch spielen. So, passt natürlich gerade nicht zur Musik, aber ist egal. Weil da müssen wir rein, da müssen wir auch noch ein Herzteil kriegen. Das war auch nicht ganz so leicht, möchte ich meinen. Ich hoffe mal, das kriege ich im Speed-Mode hin, weil wenn nicht, dann wäre es kacke. Ah, schön. Dafür brauche ich jetzt ein paar Dekostäbe und Feuer. Oh, cool, da hat jemand Soundeffekte mitten eingespeichert. Das ist ja geil. So, watz, watz, schlitz. Ah, cool. Ah, das macht richtig Bock auf Wind Waker, Freunde. Das hat episch, das hat aber jemand cool gemacht. Da hat er einfach mitten beim Soundtrack auf noch ein paar Gegner gekloppt, damit so diese zwischendurch Kloppe-Soundeffekte kommen. So, das Feuer hier ist das Einzige, was immer an ist. Und das muss ich nutzen. Lauf, Link! Oh, schon zu Ende, das ist aber doof. Oh, da ist auch eine Lücke hinten dran. Oh, das ist doof. Da muss ich mal wieder mit einem anderen Soundtrack suchen, weil ich mag es nicht, wenn da irgendwo eine Lücke drin ist. Das ist gar nicht so schön, weil es leidet darunter immer die Qualität vom Soundtrack her. So, denn da die nächste Fackel schnell, Link. Und ich darf auch hier nicht rollen, weil sonst ist es so quusch. Das hat nämlich mal ganz schnell das Licht aus. So, zack und zack. Ah, geschafft, Freunde. Und das hat nächste Herzteil. So, nebenbei klicke ich mal den nächsten Sound weg, das geht ja gar nicht hier. Oh, Majora's Mask, die Termina Fields. Schon wieder. Ich glaube, ich klicke nochmal weiter ganz kurz. Oh, Mann, das hat man auch schon. Ich muss meine Pace verlängern. Ah, das ist in Ordnung. Ah, jetzt so. Damit haben wir jetzt 10 Herzen, Freunde. Ist das episch, Alter. So, damit habe ich jetzt alle 3 Herzteile, die ich als kleiner Junge noch machen musste. Und die anderen, ich glaube, 8 sind es. Die muss ich als Großer sammeln. So, dann würde ich sagen, Freunde, als kleiner Link haben wir in dem Spiel nichts mehr zu tun. Auch die letzten 13 Skulpturas muss ich als Großer machen. Was meint ihr? Also, ich denke mal, das werde ich ja vor dem nächsten Part nicht schaffen. Sollte ich die Herzcontainer auch noch einsammeln? Ich denke schon, oder? So reine der Komplettheit halber. Obwohl das auch schon eine ganze Weile dauern kann, die alle einzusammeln. Ach man, ich mag die Draconia-Musik aus Wind Waker. So, Freunde. In einer extrem epischen Wind Waker-Musik machen wir uns jetzt groß. Das ist auch mal was Besonderes, oder?
Ah, Gebärdeding mit Mann ist meins. Zwing. Cool. Fruchtzwerge-Effekt on. Bam. Bam, 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 bam. Ah, jetzt sehen wir wieder episch aus, Freunde. Du, du, du. Funktioniert der auch noch hier? Ja, das funktioniert ja auch noch. Da, 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 da. So, jetzt muss ich mal gucken, was sind denn das alle überhaupt alles für Herzteile? Scheiße. Also auf jeden Fall müssen wir jetzt noch extrem viel an der Zora-Quelle machen. Auch Skulis und alles sowas ist noch da. Der Fluss hält noch eine Menge Skulltulas für mich bereit. Bam, ba, ba, da, 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 da. So, das heißt, ich muss erstmal irgendwie zur Zora-Quelle. Hm. Eigentlich könnte ich auch noch zur... Also ich könnte direkt... Ach nee, der Hylia-See von aus kommt man ja nicht mehr zur Zora-Quelle, weil er jetzt sehr zugefroren ist. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Mann, das muss ich mir echt abgewöhnen. So, dann würde ich sagen, so ein bisschen im Speed-Mode zur Quelle laufen. Ich könnte jetzt auch... Frameskip, ich hasse es. Ich könnte jetzt auch mein Pferdchen holen und ich glaube, das mache ich auch. Da-da-da-da. So, und dann einmal zack, 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 zack. Hey, zack, zack, zack. Zack. Danke, Eponas. Ich wollte gerade Eponas Wien-Lied sagen. Na, das wäre ja ein Epic-Fail. Hallo schön, Hotti, man lange nicht gesehen, war doch wiedererkannt. Ja, aufsteigen, schwer. Ach, schön. Da, da, da. So, einmal zu. Ach Gott, so weit ist das ja gar nicht. Hier kommen wir ja nicht über den See rüber. Kann man mit dem Pferd eigentlich levitaten? Nee, das geht nicht, das ist schade. Das wäre jetzt episch. Okay, mit Pferd fliegen sehe ein bisschen sehr übernatürlich aus, wa? Wir sagen einfach, Link kann gut springen seit neuem und er hat so eine Smash Bros. Ähnlichen Luftsprünge, so hep, pepper und so, ne? Da, da, da. Oder die Space Boots bei Metroid Prime, ja, das würde auch passen. Für was? So, hier mal ein bisschen Magic und so. Ah, brauche ich halt nicht. Da, 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 da. Ein bisschen den Sprung verlängert. So, hier muss ich warten, bis Nacht wird, damit ich hier eine Skulltüli einsacken kann. Huch, ja, genau. Da, 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 da. So, was ist denn hier mit den Skulltulas und so? Am Fluss finde ich zwei. Das müssten zwei sein. Einmal hier oben ist eine. Und die andere hinten an der Brücke. Scheiße, da muss ich echt warten, bis es Nacht wird. Na, vielleicht kann ich das ja ein bisschen beschleunigen. Oh, Super Mario Galaxy. Ich glaube, es ist eins. Ja, genau. Gusty gar nicht. Weil, wie gesagt, ich kenne Super Mario Galaxy 1 nicht. Wird auch ein Blind Let's Play. Muss ich mir ausleihen. Aber ich habe ich auch schon mal erwähnt. Bam, ist doch voll die Scheiße. Übrigens, da ihr jetzt ja mein Together seht, kann ich euch ja sagen, ja, Super Mario Galaxy 1 müsste ich mir von Asuka ausleihen. Haha, wollte ich mal so nebenbei erwähnen, ja. So, Skooli Nummer 1. Mal so nebenbei erwähnt, den Soundtrack wieder. Obwohl, ich glaube, Skooli haben ein bisschen anderen Soundtrack als die Herzteile, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Bam, und eine habe ich hier, glaube ich, auch noch vergessen, oder... Es könnte echt sein, dass jetzt aufklärt, dass ich doch ganz falsch Herzteile eingesammelt habe und die eigentlich schon längst habe, obwohl ich denke, ich habe die noch nicht. Nee, die habe ich noch nicht, gut. Und Fatz, du bist meins, Mann. Düm, düdüdüdüm, düdüdüdüm. So, und schwöp. Ah, oh, schön. Huch. Huch, wo stecke ich denn hier fest? Freunde. Mann, das war manchmal unagil in dem Zustand. Oh, wieder die Skulltula. Ach Quatsch, die Ocarina. Warum sage ich zur Ocarina immer Skulltula? Etwas konfus, bam, badam. Das ist kein Beifuß. Das ist übrigens ein Gewürz oder eine Pflanze oder irgendwas. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Wollte ich mal erwähnen. Ba, da, 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 da. Ey, das Spiel wird auch bestimmt richtig geil. Obwohl Super Mario Galaxy 2 war schon so episch. Huch. Na, schon wieder. Frameslagging hier, so. Da oben ist noch eine coole Idee, aber gar noch nicht. Super. Bam, 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 bam. So, mal gucken. Hier nicht abrutschen, bitte. Das würde ein bisschen wehtun. Da, 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 da. So, jetzt hier. Was? Hehe. So, dritte Skulltula, Freunde. Und dennoch zur Zora-Quelle. Da muss ich nämlich auch noch was holen. Meine Fresse. Und da gibt's auch noch einen Haufen Herzteile und so. Und in der Eishöhle gibt's auch noch einen Herzteil, Freunde. Ich glaube, das habe ich damals nicht eingesammelt irgendwie. An der Quelle ist nur eine Skulltula. Herzteile sind da auch noch jede Menge. Da, da, das eine, das da, das. Drei Herzteile erstmal. Cool. Die werde ich mal direkt hinsacken und hoffentlich nicht verkacken. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt nochmal springen, aber ich mach's nicht. Ich will sie haben. Huch, zack und dumm, dumm, dumm. Ah, schön. Und dann jetzt brauche ich einmal hoch, Alter. Hep. Und mitten im Sprung anziehen. Die Eisenstiefel. Ganz unten.
irgendwo im Nirgendwo. Das reimt sich sogar. Da ist noch ein Herzteil, ja. Lass mir raten, Little Bit Too Loud. Finde ich scheiße, mal alle Soundtracks haben unterschiedliche Lautstärke, Stroph. Oh, die Luft voll knapp, zieh dir die Stiefel aus. Ach, würde mir im Traum nicht einfallen. Ich schaff's auch so. Ey, das sieht auch geil mit den Rubinen hier aus. Richtig schöne Gitternetz irgendwie. Da da dam, da dam, da dam. Ich frag mich, warum sie Einzelrubine nicht haben. Ich meine, hä, wer ist auf die Idee gekommen? Ich meine, das war Peanuts hier. Naja, sieht aber auf jeden Fall extrem cool aus. Ey, man taucht da mal auf hier. Mal ein bisschen mit dem L-Knopf nachhelfen, Freunde. Das geht schneller und sieht auch ein wenig heller aus. Bam, bam, bam. So, jetzt in die Eishöhle muss ich tatsächlich noch rein, Freunde. Habe ich gar keine Lust drauf. Aber was bleibt mir anderes übrig? Ich muss es machen. Jetzt lass es krachen. So, fuck, hier brauche ich sogar noch irgendwo Feuer. Das ist ja natürlich jetzt ungünstig. Gott, wo waren das Herz? Ich weiß, es war ein Feuer eingefroren. Und ich sehe es auch hier. Aber ich kann wenigstens ein bisschen Springen abkürzen, Freunde. Ich muss jetzt hier nicht noch irgendwelche Rätsel machen. Falls man die dann in den Dungeons hier normal machen muss. Weil ist ja irgendwie kein richtiger Dungeon. Ich meine, hier gibt es keinen Weisen oder so. So, ich guck mal auf die Karte. Vielleicht finde ich dann raus, wo es war. Ich glaube, das war... da in dem langen Arm, also müsste das eher da oben sein. Ah, die Hymne des Sturms, Freunde, und zwar direkt die Windmühle. Da, 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 da. Na du Spasti, hier, geh weg, Mann. Quill, machen sie ja mal. So, war das hier? Nee, aber hier kann ich Feuer holen, das ist natürlich auch sehr gut. Das ist nicht schlecht. Ich liebe mich recht. Da kommen sie gleich wieder an hier. Ja, das blaue Feuer, Mann. Hey, listen, hey, listen. Ja, lass mich in Ruhe, Mann. Da sind Fledermäuse! Oh, wow! Oh Mann, die miesen Mistviecher, Alter. Mann, ich hasse diese Teile. Ich nehme mir schnell ein bisschen blaues Feuer, denn hau ich ab. Dann gehen mir die nicht mehr auf den Sack. Bam, bam, ich kipp mal ein paar Käfer aus. Ich glaube, ich brauche ja keine mehr. Ich habe ja jetzt alles gemacht. Oh, jetzt verbrennen die Käfer, Freunde. Ja, schön, ein bisschen Restkäfer. Ja, in anderen Ländern eine Delikatesse, wie wir sagen jetzt. Und so. Obwohl ich mir wirklich frage, ob das schmeckt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, so eine richtige knusperte Kakerlake, mein schön kross mag ja sein, aber ein bisschen ekelhaft ist das schon, ne? Badabababam. Boah, du schon wieder hier. Watz, knackst, dauernd, quill. Da, 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 da. So, hier war das nicht. Gut, dann guck ich mal. Nein. Oh, was? Genau in die Sichel rein, Freunde. Das war schlau. Oh, cool. Du, 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 du. Schon wieder Super My Galaxy. Was ist das denn hier, Freunde? Das ist aber ein bisschen provokant gerade, ne? Hier hätte ich auch Feuer bekommen können. So, Freunde, jetzt hat nächster Teil. Ja, flupp. Flammenwurf. Badabam, badabam, dum, 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 dum. Finde noch ein Herz, und dann hört sich dein Herzcontainer-Ding insen. Da, da, dam. Dann haben wir schon 11 Herzen, Freunde. Das heißt, wir fehlen bloß auf 5 Herzteile. Das ist ja nice. Badabam, bam, badabam, badam. Aber ich glaube, der Part ist auch schon wieder zu Ende. So, mal gucken, wo komme ich wieder raus? Ich glaube, hier, ne? Du. Und ich glaube, das nehme ich noch auf und lade das halt beides hoch, weil, Freunde, vielleicht kriege ich heute alles komplett hin. Das wäre cool. So, ja, ich glaube, ja doch, hier ist der Ausgang. Mit dem komischen Feuerblock da, den man abfackeln kann, was aber nicht springt. Jetzt muss ich gucken, das Herz habe ich gemacht, das Herz habe ich gemacht, gut. Dann fehlt das noch, Freunde. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Genau. Ey, das passt gar nicht, ey. Der schöne Serenade des Wassers. Und ihr macht hier Super Mario Galaxy 2. Ach, ich glaube, so konfus wie es ist, Freunde, stört es nicht, wenn ich noch mehr. Also, ich würde gerne zum Beispiel aus Banjo-Kazooie das Final Battle gegen Grunty-Themen. Das ist nämlich richtig episch. Das ist total geil. Da kann man nur so schön abgehen dazu. So, Freunde, lass mal wieder ein bisschen Moses hier über Wasser spielen. Tja! Zwei! Sploosh? 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 Ich kann nur ins Wasser springen, Freunde. Ich bin Naruto. Mit grünen Klamotten. Das sieht so bekloppt aus. Sorry, Freunde, für den Lachflash gerade, aber... So, hier müssen wir auch noch was machen. Und zwar bis nach unten tauchen, dann kriegen wir von dem auch noch ein Herzteil. Und das Skulptur ist ja auch noch. Ja. Und jetzt macht's...
weil wir tatsächlich bis nach unten getaucht sind. Und der komische alte Opsi hat uns beobachtet, wenn wir jetzt anquatschen. Denn, red mit mir, dankeschön. Du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich stalke dich, Mann. Ich mag grüne Kleider. Du hast den Grund des Sees erreicht. Super, hier ist was für dich, Mann. Eine Viertel meines Herzens. Das ist implantiert, aber ist egal. Ich habe noch ein bisschen übrig. Freunde, damit haben wir 11 Herzen. Cool, oder? So, und jetzt sind wir mit den Eisenschuhen da unten. Und dann war, glaube ich, da irgendwie eins von den Holzkisten, die da unten sind, muss man kaputt kloppen und dann ist da noch ein Herz da drin. Und hier ist nebenbei wieder mal ein bisschen Geld. Ah! Hü- oh, Mann! Oh! Hü- Fouls! Haha! So, das muss ich mit Fanghack machen. Das lässt sich nicht ändern. Ich werde es gleich rendern. Ram da da dum 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 dum. Mir fällt kein Reim mehr auf ein Rendern. Das kann ich auch nicht ändern. Das ist so scheiße. Fällt euch was denn dafür ein? Sonst werde ich direkt wieder zum Schwein. So, damit haben wir, ich sagen, Freunde, haben wir ja einiges gemacht wieder in dem Part, wa? Noch 9 Skulpturas und 4 Herzteile. Also einer ist noch in der Gerudo-Festung. Ich gucke jetzt hier mal gerade. Das ist noch offen. Habe ich noch auf der ersten Seite was vergessen? Ja, klar, auf der Hylia-Steppe, da gibt es auch noch einen Haufen Herzteile, Freunde. Und das mit dem Totengräber Boris muss ich auch noch machen, Freunde. Das schaffe ich das noch? Nee, das schaffe ich nicht mehr. So, gut, und dann mache ich auch mal so eine Struktur, wie ich die letzten Skulpturas einsammle. Ich muss wieder gucken, wo die sind. Das habe ich schon wieder alles vergessen, Freunde. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part zum Let's Collect Ocarina Herzteile und Skulpturas, Freunde. Ciao!